Erste Lesung eines Gesetzentwurfs zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. Hierzu haben uns viele Bürgerfragen erreicht. Unser gesundheitspolitischer Sprecher Jens Spahn beantwortet die wichtigsten. Die Frage, wie ist es eigentlich mit der Verschreibung von Methadon und Cannabis, ist eine für die Palliativversorgung wichtige, weil es natürlich vor allem um Schmerzmedikamente geht, die am Lebensende die Sorge nehmen sollen, davor große Schmerzen zu haben. Ich fasse das mal in diesen großen Rahmen. Wir wollen eine gute Begleitung von Sterbenden, von Menschen, die Schmerzen haben, gerade im Sterbeprozess, aber auch vorher. Cannabis als Medikament haben wir möglich gemacht. Erst seit ein, zwei Jahren gibt es das auf dem deutschen Markt. Wir werden auch Naturalhanf, also ist Hanf als solchen, als Naturprodukt in Apotheken käuflich erwerbbar machen, um es auch bezahlbar zu machen. Und Methadon ist ja tatsächlich schon verschreibbar durch Ärzte und soll eben auch verschrieben werden, wenn es nötig ist. Die Frage, ob ein sterbenskranker Mensch über sein Lebensende selbst entscheiden darf, ist ja genau die Kernfrage der aktuellen Sterbehilfe-Debatte. Natürlich soll jeder für sich selbst entscheiden können, aber mir ist ein Aspekt dabei auch wichtig. Es ist nie eine Entscheidung nur für jemanden ganz alleine. Er hat Angehörige, er hat Freunde, er hat Patienten und Pflegekräfte und Ärzte, die ihn begleitet haben. Und natürlich hat eine solche Entscheidung, sterben zu wollen, zu sterben, auch Auswirkungen auf andere. Das, finde ich, geht manchmal ein bisschen unter in der Diskussion. Die Frage, die wir hier diskutieren, ist, inwieweit und in welchem Rahmen sollen Ärzte helfen können, unterstützen können, bei dem Wunsch zu sterben. Ich finde, Sterbehilfe darf keine ärztlich abrechenbare Leistung, kein Normalfall werden. Das muss sowieso die Ausnahme sein, wenn Arzt und Patient individuell für sich über diese Frage reden. Die Frage, was sich für pflegende Angehörige ändert, ist eine, die uns ja auch schon seit Monaten beschäftigt. Wir wollen in der Pflegeversicherung pflegende Angehörige zu Hause besser unterstützen. Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden von Angehörigen gepflegt. Hier gibt es mehr Geldleistung, hier gibt es mehr Flexibilität, dass ich auch Betreuungs- und Entlastungsleistungen einkaufen kann. Also, dass jemand mal zu Hause ist, um einfach da zu sein, um spazieren zu gehen, um Gespräche zu führen, während man selber als pflegende Angehörige sich auch mal eine Auszeit für ein paar Stunden in der Woche gönnen muss, auch um sich zu entlasten. Zum Zweiten, was die Palliativversorgung in der Pflege angeht, wollen wir eben, dass auch gerade für Pflegebedürftige, wenn eben es dann in den Sterbeprozess geht, egal ob ambulant zu Hause, im Hospiz oder im Krankenhaus, eine gute Palliativversorgung da ist, dass es Teams gibt, die nach Hause kommen und da helfen oder aber eben dem Krankenhaus entsprechende Unterstützung geben. Das ist Kern des aktuell beratenden Palliativgesetzes.